Und... Nee, das heißt nicht mit, aber ich habe einen Pirscher am Hals. Oder am Arsch. Oder über mir. Oh Gott. Oh Gott. Und damit herzlich willkommen zurück zu Subnautica Folge 4. Wir hatten ein Rohr gebastelt, um hier unten frische Luft zu sammeln. Und dann hatte ich hier einfach noch vor, hier unten mich ein bisschen genauer umzusehen. Wir haben viel Quarz gesammelt, möchte jetzt aber langsam zurück, denn hier sind mir etwas zu viele Pirscher. Außerdem haben wir die Pirscherzähne hier auch schon gefunden, aber erst einen. Ich glaube, wir brauchen dafür zwei, um gehärtetes Glas zu finden oder so. Ho, 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 ho. Okay, er lässt mich wieder in Ruhe. Alles klar, du lässt mich in Ruhe, ich lässt dich in Ruhe. Wir sind schon wieder zu Hause. Ich wollte aber noch, bevor ich ganz heimgehe, noch einmal etwas scannen, denn... Oh, Alter, ist es dunkel. Denn wir brauchen ja immer noch ein Seegleiterfragment. Da ist der erste drin gewesen, den wir gesehen hatten. Ein zweiten Seegleiterfragment möchte ich noch suchen, denn den gleich am Anfang zu besitzen wäre ein Luxus, muss ich sagen. Weil den kenne ich ja auch noch von der Alpha, der ist sehr schnell. Damit kann man wirklich durch die Unterwelt der tiefen Meere düsen. Yes, 30 Sekunden haben wir noch zum Atmen, sonst sind wir alle tot. Deswegen werde ich jetzt bald mal langsam wieder auftauchen, weil ich möchte nicht, dass wir alle sterben. Und das werde ich aber noch mitnehmen. Beziehungsweise scannen und dann auftauchen. Das geht sicher alles noch aus. So wie ich das berechnet habe. Mitnehmen, Inventar ist voll. Oh je. Okay, das ist ein bisschen tief. Nee, das geht sicher aus. Das geht sicher aus. Ah, okay. Ganz ruhig. Meine Taschenlampe ist an. Kann aber gar nichts sehen. Geht auch ein bisschen unter. Okay. Alter. So ein bisschen Gänsehaut habe ich schon, obwohl ich hier im Anfangsgebiet bin, wo es noch überhaupt keine großen Monster gibt. Geschweige denn, dass ich gar keine großen Monster kenne, bis auf einen, den ich gar nicht begegnen möchte, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, so ist es nun mal. Das ist halt ein bisschen Horrorspiel für mich, wie gesagt, ne? Hier, Silikongummi, wenn wir alles mal ins Lager tun. Gleich wieder das Kupfererz, ein bisschen Quarz, das werden wir aber gleich verwenden zum Bauen. Die Rohre, ich habe echt viele Rohre gebaut, krass. Die Rohre können wir mal wieder abbauen und wieder mitnehmen. Die lasse ich jetzt mal auch hier drin. Können wir beziehungsweise auch wegschmeißen. Die kosten ja wirklich gar nichts an sich. Leuchtfackel, die können wir auch eigentlich mal verwenden, weil ich habe solche Sachen, es ist, weiß ich nicht, Klassiker vielleicht, kennt ihr das ja, dass man sowas einfach nie verwendet und das dann für immer und ewig da drin bleibt. Wir brauchen jetzt zwei Glas, für was nochmal, ich weiß es nicht mehr. Aber ich brauchte zwei Glas. Und da, oh, kann ich tatsächlich emailliertes Glas machen durch einen Pirscherzahn alleine. Nice. Computerchip. Nice. Wir haben tatsächlich Gold gefunden. Das machen wir gleich, Computerchip. Zack. Dann werden wir brauchen für... Hohoho. Aha, erweiterter Kabelsatz. New Blueprint acquired, baby. Wir bräuchten dieses hier. Genau, Kabelsatz und Batterie. Mal sehen, wo haben... Achso, hier. Zack, zack. Kabel. Satz Silbererz. Wir haben... Oh, ein Silbererz haben wir bereits gefunden. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja, geil. Dann werden wir gleich ein bisschen weitersuchen. Und noch ein bisschen Kupfererz kann man immer gebrauchen für Batterien. Denn Batterien werden immer gebraucht für unsere Werkzeuge, um die wieder neu aufzufüllen. Säurepilze können wir also gleich zwei mitnehmen, wenn wir dann mal wieder unterwegs sind. Da werden wir mal ein bisschen mehr Titan gleich mitnehmen. Das auch immer geil ist, dieses emballierte Glas brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir erst sehr viel später, was ich weiß. Aber wir können mal wieder was kochen, denn wir bekommen mit langsam Hunger und müssen was trinken auch. Einen Boomerang möchte ich noch mitnehmen. Den haben wir nämlich nur einmal mehr gehabt. So, das sollte dann reichen. Was zum Trinken können wir dann gleich nochmal aus der Kiste nehmen, weil wir einen Vorrat ja haben. Die Standarddinger können wir wieder bauen. Ja, das war's jetzt noch. Wieder Luft. So gut, dafür habe ich das gemacht. So, jetzt packe ich das ins Inventar. Und jetzt sollten wir das doch eigentlich bauen können. Richtig? Ja, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Alter, und das direkt am Anfang. Und das mit einem Silbererz, wo ich noch gar nicht gewusst habe, wo ich das Silbererz herbekomme. Wir werden von der 75 auf die... Alter, was? 135 in Folge 4? Also das war Speedrun. Ich habe gar nicht vor, jetzt zu Speedrun. Aber muss schon sagen, das geht sehr schnell voran. Das ist nice, das ist wirklich nice. Hier ist was Neues dazugekommen jetzt, der erweiterte Kabelsatz. Wir brauchen zwei Gold und einen Computerchip. Ich weiß zwar nicht, wofür wir den brauchen, aber den kann ich erstmal ignorieren, glaube ich. Und das hier auch. Hier mal wieder schließen. Schließen, nicht nehmen, ich meine, nein. Ich werde sie wahrscheinlich von selber wieder schließen. Ich weiß nicht, aber die Rohre, die werde ich tatsächlich doch wieder mitnehmen. Habe ich mich gerade so entschieden, weil wir suchen gleich mal ein neues Gebiet, wo wir vielleicht mehr Kupfer, Silber und Gold finden werden, meine ich. Und damit können... Okay, wir haben ja drei Kupfer. Ich behalte mal einen Kupfer, wenn hier so eins im Lagerraum. Denn das werden wir immer wieder brauchen, Kupfererz. Das weiß ich jetzt schon. Blei. Ich habe Blei gefunden. Okay. Für eine Strahlungsrüstung, glaube ich, ist das.
Hier können wir mal essen, bevor die Nahrung schlecht wird. Übrigens, goddammit, das war... Oh, scheiße. Ja, das war jetzt super schlecht natürlich, dass ich das... Jetzt habe ich das für umsonst gegessen sozusagen. Aber Trinkflaschen können wir noch zwei mitnehmen, weil ich eine jetzt verwende und die andere auch noch gleich, weil ich sehr verschwenderisch bin. Die andere haben wir noch im Winter. Blasenfische sammeln. Was war noch zu sammeln? Shit, vergessen. Blasenfische, noch irgendwas und noch irgendwas. Ja, let's go. Und ein Pirscher ist hier unter uns im Safe-Gebiet. Das macht mich sehr unsicher, muss ich sagen. Pirscher, hast du deinen Zahn verloren bereits oder verlierst du den, wenn du das Ding loslässt? Da werde ich mal ganz kurz hier auf die Erkundungsforscherei gehen und dem Pirscher zusehen, ob er seinen Zahn verliert. Pirscher, lass los. Oh, er hat losgelassen auf Befehl. Dankeschön. Dankeschön. Und... Nee, das heißt nämlich nicht mit, aber ich habe einen Pirscher am Hals. Oder am Arsch. Oder über mir. Oh Gott. Oh Gott. Scharfe Kurven. Scharfe Kurven. Scannen. Ah! Okay. Okay, er hat Akku verloren. Und ich bin fertig mit Scannen. Oh, er hat zugebissen. Könnte sein, dass er jetzt einen Zahn verloren hat. Den werden wir vielleicht gleich nochmal einsammeln. Und hier war noch irgendwas, was ich gesehen habe, was ich haben wollte. Ein Kalkstein. Wo war denn der Kalkstein? Hallo, Taschenlampe. Oh Gott. Wo war denn das jetzt gerade? Ich bin hier ein bisschen... Da. Hier direkt. Der Zahn könnte auch gleich hier liegen. Boink. Nice. Titan kann man immer brauchen. Das ist okay. Natürlich hätte man lieber Kupfer, Silber oder sonst was. Aber das passt schon. Das ist schon okay. Die Taucherpumpe lasse ich mal da drüben gleich sein, wie sie ist. Die Taucherpumpe lassen wir mal Taucherpumpe sein. Alter, wir haben so viel Luft. Ich war so lange unter Wasser und bin jetzt bei 50 erst gewesen. Hier haben wir noch einen Kalkstein, den wir übersehen hatten vorher. Und noch ein Kupfermeer. Sehr schön. Da können wir auch gleich in die Höhle untertauchen. Aber möchte nicht, weil ich immer noch Angst habe vor diesen Explosive-Fischen. Oh Gott. Ich habe noch vergessen, was zu craften. Und Säurepilze, die wollten wir mitnehmen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich weiß gar nicht, ob wir die Säurepilze verwenden könnten. Für dunkle Orte zum Leuchten zu bringen. Alter, ist das hell. Erstmal die Taschenlampe wegstecken, ist mir zu hell. Hier, eine Fackel nehmen wir mit. Können wir auch gleich eine verwenden. Kupfererz, Kupfererz. Eins machen wir weg. Zwei werden wir brauchen. Rohre nehmen wir mit. Und das können wir craften. Nämlich... Ah ja, Blasenfische. Das war's, was ich noch sammeln wollte. Blasenfische ganz dringend. Wir haben noch mal eine Wasserflasche übrig und sonst wird es gleich mal knapp. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir brauchen hier genug... Oh, Titanbarren können wir machen, um Platz zu sparen eigentlich mal. Aber derzeit behalte ich mal das, was ich habe. Das wollte ich nämlich nochmal bauen. Eine Leitung, wo wir die Rohre dann machen können. Für das tiefere Gebiet gleich hier vorne. Und ein Glubscher für das Essen. Ja, den machen wir auch gleich mit, weil unser Essen ist jetzt gerade nicht auf 100%, sondern auf 99, wie es aussieht, oder? Was haben wir hier stehen? 95, den essen wir gleich ganz frisch. 127, das sieht sehr gut aus. Hier Batterien. Batterien wollte ich noch machen. Zack, zack, Batterie, Batterie. Und ich kann schon wieder einen Kupferdraht machen sogar. Mit zwei Kupfer eigentlich, aber jetzt haben wir ja die zwei Kupfer verwendet für zwei Batterien, was sehr nützlich ist. Für die Zukunft eine Energiezelle. Na sowas. Die können wir auch gut gebrauchen wie ein Seegleiter, den wir in Zukunft wahrscheinlich bauen werden. Aber ich weiß noch nicht wann genau. Den müssen wir erstmal scannen und finden für das ganze Zeug. Mein Inventar ist wahrscheinlich ziemlich voll. Ja, das liegt nur an den ganzen Rohren und Titan. Die Titan werden wir mal hier reinschmeißen. Die werden wir nämlich unterwegs nicht brauchen. Salzablagerung, die können wir eigentlich fast wegschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Das ist nur Platz im Inventar. Quarz lassen wir auch mal da und die Fasergewebe auch. Das schmeißen wir weg. Das auch. Computerchip. Okay, komm. Wir nehmen jetzt hier einmal das Essen noch mit und nehmen den hier rein. Die Batterie behalte ich mir bei. Das können wir so machen. Das können wir so machen. Das behalte ich auch. Okay. Gut. Was wird weggeschmissen? Es wird einmal die Salzvorkommen weggeschmissen. Dann haben wir hier das Essen dabei. Das können wir gleich verwenden. Pirschezahn, den behalten wir einfach im Inventar. Das wird schon okay gehen. Jetzt werden wir erstmal Blasenfische sammeln. Und... Nachdem wir Blasenfische gesammelt haben, weiter scannen und das rote Grasgebiet. Was machst du denn hier, Pirscher? Warum bist du denn hier vorne? Was ist denn los mit dir? Ah, übrigens hat... Oh, der hat gerade zugeschnappt, aber hat keinen Zahn verloren. Okay, 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 okay. Obwohl ich die Zähne jetzt eh nicht sammeln möchte. Das können wir irgendwann mal machen, wenn wir sie dann wirklich brauchen. Blasenfische. Yes, geil, 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 geil. Nice, nice, nice. Ganz viele Blasenfische. Kommt her, kommt her. Noch zwei weitere. Eins. Und Rudolf, du auch. Komm her. Komm her, Rudi. Rudi, du Rudi. 1, 2, 3, ein Titan dabei. Alter, was haben wir da? Ein Krä... Ah, ha, ha! Alter, mein Herz. Nein! Oh, erfolgreich um die Kante gewandelt. Alter, ich bin so ein Kantenwandler. Kantenwandler 3000, ich sag's euch. Das ist Wahnsinn, Alter. Das ist ein Weichsel, was ich da gemacht hab. Alter, ein Schwebestein, schaut euch an.
Ein Stein wird getragen von Schwebern. Die zuzeln sich dran, aber haben so eine schwebende Funktion, weil sie so blasrig sind. Cool. Oh ja, scannen. Natürlich scannen. Aber Folge 4 ist leider schon wieder vorbei, meine Freunde. Bing, putti, bum. Und da hinten, glaube ich, können wir dann in Folge 5 hinreisen. Denn dort wird wahrscheinlich das nächste rote Grasgebiet sein, wo wir dann mehr scannen können für mehr Sachen, die wir bauen können. Von dem her, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns nach diesem Kalkstein, nee, vor diesem Kalkstein, in Folge 5 wieder. Ciao, ciao, bye bye. Tschüssi, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Tschüss.